Willkommen bei OptiAufmaß für die Flachdachberechnung. Die Flächen werden zeichnerisch erfasst und dabei ist es egal, welche Grundform diese Flächen haben. Das weiße Feld ist das Zeichenfenster und zahlreiche Funktionen für die unterschiedlichen Wandtypen. Ich zeige Ihnen hier im Schnelldurchgang, wie solche Flächen erfasst werden. Zu den Details, wie welche Wand in welche Richtung erstellt wird, schauen Sie sich die zahlreichen Filme bei www.optiaufmaß.de an. Weiterhin zeige ich Ihnen hier gewerkspezifische Besonderheiten, wie etwa die Auf- und Abkantungen sowie andere Einfassungen und wie wir Lichtkuppeln und Ege-Wasserablässe behandeln. Fangen wir an. Ein Flachdach mit geraden Kanten. Mit den Zahlen auf dem rechten Zahlenblock geben wir die Richtung vor. Das Maß eingeben, fertig. Eine Wand nach rechts unten und wieder nur das Maß eingeben. Schauen Sie einfach zu, wie die restlichen Wände gemacht werden, bis zu einer Besonderheit an der vorletzten Wand. Bei der letzten Wand gebe ich einen Fantasiewert ein. Wir brauchen einen geschlossenen Raum. Drücke ich Escape, fragt mich das Programm, ob es einen rechten Winkel machen soll. Ich bestätige dies. OptiAufmaß macht sofort links unten einen rechten Winkel. Ich gebe noch eine Bezeichnung ein. Fertig. Standardmäßig fragt OptiAufmaß sofort nach der Höhe der Aufkantungen. Dies betrifft alle Wände. Hier gebe ich erstmal einen Wert ein. Sie können sich in der Skizze bereits die Fläche und den Umfang anzeigen lassen. Aber wie ist OptiAufmaß dazu gekommen? Wir wählen Optionen und dann den Unterpunkt Aufmaß. Sollten Sie in einem Projekt mehrere Flächen haben, können Sie hier wählen zwischen der einzelnen Fläche oder allen Flächen. Wir haben aber nur eine Fläche. Hier sehen Sie das Geniale an OptiAufmaß. OptiAufmaß hat die Fläche in prüffähige Teilflächen unterteilt, stellt diese in der Skizze dar und unter der Skizze die Auflistung für die Abrechnung. Ebenfalls schön zu sehen, an den Skizzen sind an den Wänden auch die jeweiligen Höhen bzw. Aufkantungen zu sehen. Sonderfall: Die Wände haben unterschiedliche Aufkantungen. Wir wählen Bearbeiten und Leisten senkrechte zuweisen. In der Liste der Leisten ist die Aufkantung grundsätzlich die erste Leiste. Diese wählen wir aus und setzen für diese Fläche die Höhen an allen Wänden auf 0. Die vorhandenen Aufkantungen sind braun markiert. Einfach eine Wand anklicken und den Wert der Höhe auf 0 setzen. Wir wählen wieder Bearbeiten, Höhen zuweisen, lassen den ersten Eintrag der Aufkantung, wählen diesmal aber einzelne Wand. Die entsprechende Wand anklicken und die Höhe der Aufkantung eingeben. Auf diese Art und Weise können Sie jeder Wand unterschiedliche Aufkantungen zuweisen, die sich natürlich dann auch im Aufmaß entsprechend darstellen. Diese Aufkantungen sind jetzt rot markiert und zeigen sich im Aufmaß entsprechend. In diesem neuen automatisch generierten Aufmaß sind also nur diese zwei Aufkantungen berücksichtigt. Sie können einer Dachfläche aber auch gleichzeitig Auf- und Abkantungen zuordnen. Dazu wählen wir wieder Bearbeiten und Senkrechte zuweisen. Wir wählen zuerst die Abkantung aus der Liste aus und klicken anschließend auf die entsprechende Wand. In diesem Fall nehmen wir die untere Wand. Die entsprechende Höhe eingeben und das war's auch schon. Die linke Wand in unserem Beispiel bekommt auch eine Abkantung,
Wir wiederholen den Vorgang und geben die entsprechenden Werte dazu ein. Sie können allen Wänden beliebig viele unterschiedliche Leisten, Abkantungen, wie auch immer, zuordnen. Auch eine Doppelbelegung ist durchaus möglich. Und hier das passende Aufmaß dazu, automatisch geändert. Für den Ausdruck haben Sie vielfältige Möglichkeiten für Ihren Bauherrn oder Architekten. Wir wählen Datei und wählen Drucken und wählen dann Aufmaß. Hier haben Sie vielfältige Möglichkeiten, um den Druck zu realisieren, mit Raumskizze und Unterteilung, nur die Zahlenkette, wie Sie es gerne hätten. In einem weiteren Video, das ich Ihnen hier demnächst zeige, werden wir den Programmpunkt behandeln, was mache ich zum Beispiel mit Lichtkuppeln oder anderen Einfassungen. Besuchen Sie uns einfach auf www.optiaufmaß.de.